Hallo und herzlich willkommen in dem Jahr 2020. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit und alle Wünsche, die ihr euch vornehmt, mögen in Erfüllung gehen. Es gibt wieder eine Shotcut-Neuversion in der Version 19.12.31, die am 1. Januar 2020 veröffentlicht wurde. Ihr habt es ja eingangs im Trailer gesehen, eine kleine Videobotschaft zu dem neuen Jahr. Gut, okay, ist ein paar Tage zu spät oder ein bisschen verspätet, aber dennoch möchte ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich öffne mal mein finales Projekt dazu. Ui, und dann sehen wir, oh, was ist denn das, wieso sind die so schmal? Ja, das ist nämlich auch mit dazu gekommen. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, die Spurhöhen noch weiter zu verringern. Das hat natürlich auch diesen Vorteil, dass wir mehr Übersicht haben. Gehen wir wieder runter. Kann man auch mit Steuerung plus minus machen. Nee, Steuerung minus, nicht plus minus. Also Steuerung und Minus. Ja, und Ausgangsgrundlage war ein, Moment, ich gehe mal auf meine Wiedergabeliste. Ja, ich gehe mal hier drauf. Fireworks, blub, 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 das sieht man hier. Das ist ein kleines Filmchen, was ich 2003 gemacht habe. Das sieht man hier. Moment, ich mache mal ein bisschen größer. Und zwar habe ich mal Flash programmiert. Fing ich an, so 2001 bis 2004 Flash zu programmieren. Und das war sozusagen die Grundlage für den Neujahresgruß 2020. Denn wie ihr hier sehen könnt, ich lasse mal ablaufen. Ja, auch mal hier leise. Steht hier 2004 und das Ganze habe ich in Flash programmiert, so eine Art rotierenden Zylinder mit diesen Schriften. Auch für dieses Projekt habe ich wieder einen neuen Ordner angelegt, Fireworks 2020. Und hier habe ich dieses Originalfilmchen hinterlegt, welches ich hier hineinziehe. Dann suche ich mir mal ein Frame aus, der sozusagen unten diese Rollschrift ein bisschen in der Breite und in der Höhe zeigt und werde das Ganze als Frame exportieren. Das ist natürlich nicht der richtige Ordner, deswegen gehen wir hier hin. Und ich habe ihn genannt Fireworks Frame. Das ist dieser hier. Den habe ich schon abgespeichert. Ich speichere ihn nochmal ab. Können wir ruhig überspeichern. Das ist ja kein Problem. Nicht, dass es halt eben Diskrepanzen in der Darstellung gibt. Dann gehe ich hier drauf und gehen wir mal nach Änderungsdatum und öffnen das Ganze mit unserem Knut, sage ich immer. Und zwar mit unserem GNU-Image, also mit unserem GIMP. Um diese alte Banderole zu entfernen oder zu überdecken, werden wir das Ganze mal ausschneiden bzw. freistellen. Das machen wir mit dem Lasso-Teil hier oben und gucken uns mal an, wo fangen wir denn ungefähr an. Ach, fangen wir mal hier so an und gehen hier so ein bisschen hier in diesen grauen Verlauf hinein. Klicken einen Punkt und damit wir gerade bleiben, drücken wir die Steuerungstaste gleichzeitig. So, und dann gehen wir ungefähr hier hin und dann werden wir so ein bisschen hier entlang der Rundung freistellen. So, ja, noch ein Stück, dann wieder gedrückte Steuerungstaste, wieder ein Punkt. Hier rein. So, dann müsste das sein. Dann haben wir hier sozusagen alles markiert, was sich hier in diesem Bereich befindet. Dann gehe ich auf Auswahl invertieren, lösche es, so damit man sehen kann, dass alles hier mit Schachbrettmustern zu sehen ist, also alles in transparent gestellt ist. Dann vergrößern wir das Ganze nochmal. Damit wir das besser sehen können, sagen nochmal Auswahl invertieren. Löschen dieses auch nochmal zusätzlich und füllen es mit dieser orangen Farbe. Ups, hat sich jetzt auf meinen zweiten Monitor gestellt.
und füllen das Ganze mit der orangen Farbe. Dann können wir eigentlich die Auswahl deaktivieren. Wenn wir genau hingucken, ich vergrößere das Ganze nochmal, sehen wir hier noch so einen dunklen Übergang. Dann drücke ich nochmal den Eimer und nochmal, damit das Ganze ein bisschen fülliger aussieht. Und danach speichern wir es ab, beziehungsweise exportieren es als, ich habe es hier als Orange Alpha Mask gespeichert. Ja, das tun wir dann auch. Aber den Schritt überspringe ich, weil ich das schon hier abgespeichert habe. Dann hole ich den wieder aus dem Ordner, ziehe es in die Wiedergabeliste rein und generiere erstmal ein paar Spuren. Ja, wir sollten sie doch ein bisschen höher setzen erstmal. Können wir auch ein bisschen was erkennen. Und wir machen mal zusätzlich ein paar weitere Spuren rein. Setzen das hier auch noch drauf. Verlängern es um die Länge des gesamten Clips. Gehen auf Projekt. Und wir sehen, wenn ich weiter reinklicke, ist hier alles schon überdeckt. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen größer an. Nein, mit dem Raster wollen wir heute noch nichts machen. Und zwar Zoom 200. Ja, gehen wir mal ein bisschen hier in die Stelle rein. Jetzt gehen wir nochmal noch einen kleinen Trick, weil das Ganze noch ein bisschen ausgefranst aussieht, auch durch diesen Übergang, durch diesen dunkelgrauen Übergang, werden wir hier noch einen Filter hineinsetzen, der da heißt Weichzeichnen Kasten. Das habe ich im Kopf. Kasten, da ist er. So, in der Breite, in der Höhe brauchen wir es nicht, aber in der Breite gehe ich so mal auf 6. Und dann sieht man, dass das dann hier besseren Übergang hat und hier auch. Das sieht dann viel, viel besser aus. An dieser Stelle wäre es natürlich gut zu speichern. Wir speichern es auch unter unserem Ordner Fireworks und wir nennen es mal Fireworks 2020 Tut für Tutorial. Bevor wir denn mal weitermachen, werden wir noch eine Spur nach oben gehen. Wir brauchen nämlich auch einen Hintergrund in der gleichen Farbe, wie es hier ist, wie es hier außen ist. Das heißt, wir gehen auf andere öffnen, sagen Farbe. Dann gibt es hier ein Farbe vom Bildschirm wählen. Jetzt können wir hier ungefähr hingehen. An die Stelle oder an die Stelle. Ah, hat da nicht ganz geklappt. Machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt klappt's. Und schon haben wir die gleiche Farbe, die wir dann auch in die Wiedergabeliste hinübernehmen. Das Ganze hier unten nach vorne ziehen und auch hier verlängern, um sozusagen die schwarzen Balken auszuschalten. An dieser Stelle möchte ich noch ganz gerne ein paar Neuerungen vorstellen, und zwar unter Ansicht Oszilloskope. Da hat sich noch ein bisschen was getan. Also, was neu ist, ist die Video-RGB-Parade. Wenn das Ganze mal ein bisschen nach oben ziehen, dann kann man hier sozusagen die Werte des ganzen Videos, was die Rot-, Grün- und Blau-Werte angehen, als Parade hier sehen für eine visuelle Kontrolle. Was auch neu ist, ist unter Oszilloskope die RGB-Wellenform. Dafür mache ich mal die Parade hier weg. Und gucken wir uns das hier an. Wenn ich zum Beispiel das Ganze mal so ein bisschen laufen lasse, dann seht ihr, dass hier so lustige, bunte Wellenformen da sind, bei denen man auch erahnen kann, wenn immer irgendwelche Raketen in die Luft gehen, dass man hier auch sozusagen den Buntanteil, also den RGB-Anteil sehen kann. Ein ganz nettes Gimmick zur visuellen Kontrolle. Das mache ich dann auch wieder aus. Auch schön, was ich auch sehr gut finde, ist der Video-Zoom. Den haben wir dann hier. Ich ziehe auch hier an der Stelle mal ein bisschen hoch, damit man die Tastatur, die ich eingebaut habe, noch sehen kann. Und man sieht, oh ja, hier steht 10. Ich kann mit dem Mausrad vergrößern bis 20-fache Vergrößerung. Und ich kann mit gedrückter linker Maustaste, ich gehe noch mal ein bisschen kleiner,
Ich muss erstmal hier rüber. Moment, da, ja, genau, da fängt es an. Kann ich sozusagen das ganze Bildel genau vergrößern, wo was ist. Ich kann hier die Werte herübernehmen, beziehungsweise die Yuffie-Farbwerte oder die RGB-Farbwerte, wenn ich mit dem Maus drüber bin, welche Werte die einzelnen Pixel haben. Und ich habe auch die X- und Y-Position, ja, der einzelnen Pixel zu sehen. Ja, das Ganze geht natürlich hier sehr, sehr groß, bis 20-fach. Auch ein sehr nettes Gimmick. Da mache ich den Videozoom, mach mal wieder zu. Jetzt kommen wir zu der Laufschrift, die sich innerhalb dieses orangen Bereichs bewegen soll. Da eröffnen wir wieder eine neue Spur. Gehen unter andere öffnen und werden uns ein Transparent kreieren. Und ziehen es auch hier wieder in die Wiedergabeliste. Von da aus wieder hier rein. Ah, ich sehe jetzt natürlich nicht, wo genau der Anschluss ist, aber das ist nicht so schlimm. Den sieht man schließlich im Endeffekt, wenn man wieder die Spurhöhe vergrößert. Also ich werde das Ganze nochmal wiederholen. Seht ihr, aha, jetzt wird dann auch hier eine Info angezeigt und ich kann dann hier bis zum Anschlag gehen und dort die Transparenz ablegen. Auch bei der Verkleinerung sieht man keine Informationen über, wie weit ich das Ganze verkleinern oder verlängern kann. Und jetzt brauchen wir für diese Spur nämlich auch noch eine kleine Vorbereitung. Wir gehen nämlich wieder zurück zu unserer Maske, zu unserer orangen Alpha-Maske. Und wir werden mal die Farbe auswählen. Ach Quatsch, Auswahlfarbe, nach Farbe. Holen uns die Farbe hier rein. Dann brauchen wir eine neue Farbe und zwar schwarz. Weil wir wollen nämlich eine Alpha-Schwarz-Maske kreieren, die wir auch dann wieder mit dem Fülleimer, ja, dürfte eigentlich ganz gut sein. Yep. Und die werden wir dann auch exportieren als Black Alpha Mask. Hier, das war die, die ich hier genommen habe. Genau richtig. Hier haben wir noch eine kleine Voranzeige. Die speichern wir auch ab, beziehungsweise exportieren diese. Werde diese Spur mal einen Namen geben und sagen wir mal Laufschrift. Laufschrift. Enter. Gehen ein bisschen hier weiter rein. Und werden einen neuen Filter. Na, so neu ist er nicht. In der letzten Folge habe ich ja die Credits, also den Abspann gezeigt. Text HTML. Und was ich gut finde, ist, dieser Two-Column-Scroll wurde auch tatsächlich vom Entwickler mit übernommen als Vorlage, als Preset, sodass man sich den nicht mehr wieder runterladen muss, um ihn hier einzubauen. Also an der Stelle nochmal wieder, ist das wieder gelungen, die Mitarbeit. Doch wir brauchen Simple Scroll. Und ich habe hier schon zwei Ordner angelegt, auch wieder in unserem Fireworks Tutorial Ordner. Einmal als Fireworks Scroll Text und einmal als Text HTML Logo. Dazu kommen wir aber später. Ich werde nochmal einen neuen Ordner auswählen. Wir machen es ein bisschen anders. Ich werde einen neuen Ordner anlegen, der da heißt Laufschrift. Und diesen dann definieren. Dann geht unser What You See is What You Get Editor auf. Und schreiben hier eine Botschaft hinein. Auch hier habe ich wieder vorbereitet. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dass ihr die Texte auch bearbeiten könnt mit Textumriss und Textschatten. Da könnt ihr noch mal gucken, wie ich das gemacht habe, aber der ganze Ablauf ist selbstredend. Dann habe ich das Ganze noch mal wiederholt mit ein paar Freizeichen hier. Anders mit Tab ist es nicht so genau. Dann werde ich das Ganze speichern. Und dann gucken wir uns das mal an, also wie das jetzt hier so läuft. So, hier, ab hier fängt das an. Und wir sehen, es geht ja von unten nach oben. Also müssen wir von rechts nach links, also in die linke Richtung, das Ganze laufen lassen. Nicht irritieren lassen, weil das müsste dann noch beschnitten werden hier später. Und hier oben ist schon die Laufschrift. Die positionieren wir natürlich dann richtig ab, indem wir noch einen
Filter hinzufügen. Und zwar reicht Drehen und Skalieren. Und werden den Versatz des Y-Wertes, manchmal ist es sehr sprunghaft an der Stelle, auf die Stelle bringen, dass wir genau auf den orangen Banner sind. Jetzt gucken wir uns das mal Ganze noch mal ein bisschen hier in groß an. Und 765, gehen wir auf 770, das ist es noch nicht. Dann gehen wir mal auf 750, da kommen wir schon der Sache näher. Auf 740, da ist es noch nicht so. 730 dürfte, glaube ich, ein bisschen zu viel sein, alles klar. 735, und das sieht doch reichlich mittig aus. Ah, die Umlaute sind noch ein bisschen überstehend. Das heißt, wir werden also noch ein bisschen das Ganze kleiner machen. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Ich habe von 735 auf 736 nochmal gestellt und nochmal hier die Schriftgröße geändert. Also hier die Schriftgröße und nochmal den Textumriss noch ein bisschen verstärkt, damit sich das besser abhebt. Ja, und dann immer nicht vergessen, auf Speichern zu drücken und auf Neu laden. Dann gucken wir uns das nochmal an. Jawohl. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die ganze Schrift hier rüber geht. Das wollen wir natürlich auch verhindern und deswegen haben wir natürlich unsere Maske gebastelt, die da heißt, na, jetzt muss ich noch aus der Datei herübernehmen. Wo ist sie denn? Das war die Black Alpha Mask. Die packen wir hier rüber. Das heißt also, alles ist durchsichtig, bis auf das Schwarze hier. Denn wir brauchen noch einen neuen Filter für diese Spur, die da heißt, die habe ich auch schon besprochen, allerdings als Filmchen für Überblendungen aus Fremdprogrammen. Und zwar nennt sich das Ding Maske von Datei. Da gehen wir jetzt hier drauf und es steht noch standardmäßig auf Balken horizontal. Wir gehen aber auf Benutzer definiert. Dann geht wieder unser richtiger Ordner auf und wir nehmen unsere Black Alpha Mask. Das ist diese hier. Öffnen diese und setzen das Ganze hier auf Alpha und schwupps, spielen mal ab, wird der Text nur in diesem Bereich angezeigt, den wir freigestellt haben. Und so ist es schon mal grob fertig. Abschließend kommen wir nochmal zur Feinarbeit und zwar haben wir hier in unserem Vorfilm. Also das hier, das muss weg. Mach mal hier die Geschichten mal raus, damit man das besser sehen kann. Und dann schneiden wir da, wo es wirklich interessant wird. Das dürfte ungefähr hier sein. Ja, wenn wir die hier schneiden. Und den Hintergrund werden wir auch an der Stelle schneiden. Und da wir hier nichts angemagert haben, wie Ripple nicht überschreibendes Einfügen und Verschieben und Ripple-Bearbeitung über alle Spuren, wir wollen das natürlich nicht haben. Sonst müssten wir hier welche. Ich mach das jetzt mal vor. Ja, also wenn ich jetzt das hier nochmal aktiviere, weil hier ist nämlich auch was neu gekommen, nehme hier etwas weg, dann nehmen sich alle Spuren etwas weg an der Stelle. Deaktiviere ich es und gehe pro Spur auf Entfernen, dann wird auch nur die Spur noch wieder nachgezogen. Das vorige wird gelöscht und automatisch wird diese Spur, respektive auch das, was dahinter wäre, mit weggenommen. Ja, nicht mit weggenommen, sondern mit nach vorne geholt an die Stelle. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Jetzt. Wir haben natürlich hier die Masken natürlich nicht drin. Die müssen wir jetzt nochmal eben kurz einblenden und dann sehen wir, das blendet sich hier viel zu spät ein. Warum ist denn das? Dann gucken wir mal eben an. Und zwar gehen wir mal hier auf unsere Laufschrift und werden wir mal die Maske von Datei mal eben wegnehmen. Gehen zur ersten Stelle hin, gucken da, wo sie kommt. Na, aha.
Hier, ganz rechts. Das ist kein Problem. Denn wir werden ungefähr so ab Sekunde 1 mal das hier in diesen Bereich schieben. Und zwar, da wir schon Drehen und Skalieren drin haben, gehen wir an den X-Versatz hier hinein. Und zwar so weit. Das ist zu viel. Das ist mal gerade. Aber müsste wieder ein bisschen hier Feinarbeit leisten. Minus 400, sagen wir mal 480. Das ist zu wenig. Minus 520. Minus 560. Ja, ein bisschen zu viel. Machen wir mal minus 555. Jawohl. Dann machen wir die Maske wieder dran. Jetzt sieht man noch nichts. Wir spielen wieder ab. Eine Sekunde vergeht und da wird die Schrift sofort wieder eingeblendet. Wenn wir jetzt ein langsames Einblenden ungefähr von einer Sekunde uns entscheiden würden, dann verhält sich gleich Folgendes. Denn es ist nicht so, wie wir. Stopp. Denn es ist nicht so, wie es sein sollte, wie man es vermutet, so wie normal, sondern, das sage ich mal eben, so, du musst auf Deckkraft einstellen, es soll ja nicht in Schwarz gleich rüberkommen. Audiosachen, die können gleich weg. Kann hier gleich weg, weil das ja nur Images sind. Deine Laufschrift können weggelöscht werden. Da kann ich mal gleich mal zeigen, dass das so, wie wir denken, so würde es langsam einblenden funktionieren. Da passiert nämlich Folgendes. Aus irgendwelchen Gründen, aus Gründen haben wir diesen Effekt eben gesehen. Geht leider nicht. Wenn das mal passieren sollte, kein Problem, wir können ein anderes weiches Einblenden verwenden. Ich habe mal gerade eben die Einblendungen gelöscht und wir fügen eine neue Spur hinzu, gehen auf andere öffnen, machen eine Farbe, nicht transparent. Wir wählen eine Farbe aus und zwar okay, schwarz. Die pushen wir hier rein und nochmal hier hin. Übrigens, das hätten wir gar nicht hier rein brauchen müssen, weil das ist ja in Datei geöffnet. Also können wir das ruhig entfernen. Dann gehen wir hier auf eine Sekunde. Und ein bisschen länger, würde ich sagen. Ja. Sagen wir mal so eine Sekunde und 10 Frames. Dann wird das Ganze sozusagen ausgefadet auf eine Sekunde. Also nicht ganz bis vorne hin, sondern ein bisschen Vorspiel noch haben. Vorspiel ist gut. Ja, und dann gucken wir uns das mal an, wie das hier am Anfang verhält mit dem Einblenden, weil das ist ja sowieso alles übereinander. Upsi Daisy. Was haben wir vergessen? Richtig. Video Deckkraft einstellen. So, jetzt müsste es klappen. Jawohl, jetzt wird alles gleichmäßig eingeblendet. Dann verkürzen wir diese hier noch. Also immer wenn wir die verkürzen, müssen wir uns im Kopf festhalten, dass die Laufschrift schneller wird. Desto länger, umso langsamer. Desto kürzer, umso schneller. Und das Ganze machen wir dann auch hier. Als Ausblendfunktion. Hier ist noch ein kleiner Nebeneffekt aufgetreten und zwar sind die noch alle markiert gewesen. Da hat sich auch noch was geändert, da gehe ich aber auf einer anderen Folge drauf ein. Wir kopieren mit Steuerung C diesen kleinen Flick, gehen ans Ende und gehen ungefähr fürs 2 Sekunden Ausblenden, gehen wir mal an die Stelle, wo wir sein wollen. Kopieren diesen kleinen Clip hier hin. Machen Video ausblenden. Und werden dann. Oh, hier hat was nicht geklappt. Weiß der Geier warum. Nicht so schlimm. Ziehen wir es ein bisschen länger. Zwar auf die 2 Sekunden Länge. Ja, 2 Sekunden.
Dann aber wieder hier auf 2 Sekunden. Das geht ruhig. Kann man ruhig machen. Auch hier wieder den Filter Audio ausblenden. Diesen auch Deckkraft einstellen. Ohne Schwarzeinfärbung. So, das ist eigentlich alles. An der Stelle ist schon hier die Schrift weg. Aber nur zu Informations- und Demonstrationszwecken den Umgang mit Masken und Maske in Dateifilter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie ihr hier eben seht, habt herzlichen Dank für eure Kommentare, Abos. Und ich würde mich weiter freuen, wenn ihr weiter fleißig abonniert, mir Kommentare schreibt und auch ein Abo gebt. Tschüss, euer David von Scouten.